zum letzten Mal in diesen schönen weiß-gelben Trikots auf Hawaii, Marino van Hoornacker und Timo Bracht. Marino, Blick nach hinten. Heute ist ziemlich Brandung, ziemlich Strömung angesagt. Typisch Hawaii-Wetter. Fürs Schwimmen nicht ganz optimal. Ja, aber man schwimmt auch nicht in die Brandung. Also es soll kein Problem sein zu schwimmen. Und für die Surfboys ist der, ja, besser gibt nicht hier. Timo, ich habe mit vielen Profis gesprochen in der Woche. Ich habe mit vielen Altersklasse-Athleten gesprochen und habe immer wieder gefragt, welchen deutschen Athleten würdet ihr wünschen und es ihm gönnen, dass er hier gewinnt? Und der Name Timo Bracht ist sehr oft gefallen. Wahrscheinlich, weil du oft da warst, weil du immer das Beste gegeben hast, aber weil so der letzte Punch noch gefehlt hat. Beste Platzierung auf Hawaii, Platz 6. Was ist dieses Jahr drin? Ja, ist natürlich schön, wenn man weiß, dass viele hinter einem stehen und einem die Daumen drücken. Aber schlussendlich bringt mir das draußen irgendwann gar nichts. Da bin ich auf mich angewiesen und muss das Ding durchziehen. Ja, und es muss dann vieles zusammenkommen. Ich bin jetzt 10 Jahre hier, habe die Zeit auch immer genossen, habe gute Rennen hier gezeigt. Ganz klar, das richtige Kracherrennen war noch nicht dabei, aber es kann ja noch kommen. Kommt diesen Samstag. Du hast dieses Jahr wahrscheinlich mehr denn je den Fokus auf Hawaii gelegt. Hast früh den Ironman Lanzarote gewonnen mit neuer Bestzeit. Hast dich dann ein bisschen zurückgenommen. Ist das so die Taktik, um dieses Jahr wirklich in Hawaii auf dem Punkt fit zu sein? Ja, ich hoffe es mal. Man kann nichts planen. Das Schöne im Triathlon ist ja, dass man vieles ausprobieren kann, dass es keinen goldenen Weg gibt. Und ich denke, jeder Athlet hat sich sowas im Kopf vorgenommen, dass man dann das Jahr über durchzieht. Aber man muss trotzdem immer wieder reagieren. Meistens kommt es anders, als man denkt. Aber ich habe seit letztes Jahr hier eine klare Strategie mit Arizona, Lanzarote und dann der Kurzdistanzserie im Sommer Geschwindigkeit nochmal zuzulegen. Ja, und dann auch erholt hierher zu fliegen und dann alles rauszulassen. Marino, wenn man einen Weltrekord holt, auch wenn es nur für eine Woche ist, dann zählt man natürlich auch zu den Top-Favoriten für Hawaii. Andererseits kann man dieses Rennen mit keinem anderen, auch nicht mit Klagenfurt, vergleichen. Deine beste Platzierung war Platz 3. Du hast aber gesagt, du hörst nicht auf, bevor du nicht in Hawaii gewonnen hast. Das heißt, hörst du eventuell nach dieser Saison auf? Naja, wenn ich es schaffe dieses Jahr, dann mache ich vielleicht doch noch ein bisschen weiter. Aber es war schon, ja. Aber wie du sagst, Klagenfurt ist Klagenfurt und Hawaii ist Hawaii. Und hier startet jeder mit neuer Waffe und fangen wir von vorne ab an. Und hier ist die Zeit gar nicht important. Und richtig, ja. Und hier zählt nur der erste ins Ziel. Und das ist auch mein Ziel, wie vielleicht von 10 oder 15 anderen Jungs. Im vergangenen Jahr warst du lange ganz vorne, bis dann gegen Ende der Laufstrecke McCormack und Andreas Rählert vorbeigezogen sind. Mecker ist nicht mehr dabei. Ja. Andreas hat dir auch den Weltrekord abgenommen. Ja. Also es könnte so ein Zweikampf zwischen euch beiden werden. Ja, also die meisten denken, es wird ein Zweikampf, obwohl man sicher Alexander nicht vergessen soll. Also er hat gezeigt in Las Vegas, dass er doch wieder stärker ist wie letztes Jahr. Hat auch viel an seiner Rad gearbeitet. Und vielleicht wird es wieder ein Dreikampf oder kommen noch viele andere Jungs, weil die werden auch näher dran sein dieses Jahr, glaube ich. Auch Timo? Glaube ich und glauben viele, ist näher dran. Was ist eine realistische Zielsetzung? Realistische Zielsetzung ist, ins Ziel zu kommen. ist immer schwer, es sind immer die gleichen Fragen, die wir gestellt bekommen und die wir uns auch selbst stellen. Und für mich ist es persönlich jetzt sehr wichtig, dass ich gut zum Rennen komme, dass ich um 6.30 Uhr topfit bin. Das werde ich sein und dann... und dann werde ich 8 Stunden probieren, alles rauszuholen, was ich die letzten 20 Jahre in meinen Körper reingesteckt habe an Training. Und dann wird man sehen. Timo, die deutschen Fans wünschen sich natürlich sehnlichst einen 5. deutschen Sieg auf Hawaii. Nun bist du in einem internationalen Team untergebracht. Wenn es darauf hinauslaufen würde, Marino gegen Andreas Rählert, wem drückst du dann mehr die Daumen? Du bist der Deutscher und eine Weltmeisterschaft hat auch so ein bisschen einen nationalen Charakter. Ich glaube, Commerzbank Triathlon-Team ist ein deutsches Team mit internationaler Ausrichtung, aber in dem Fall würde ich dann doch Marino ein bisschen mehr die Daumen drücken.
Alles klar, ich danke euch beiden. Wie geht's weiter nach dieser Saison? Es ist bekannt, euer Sponsor hört auf. Habt ihr schon Pläne? Ja, Pläne ja. Also ich muss einen neuen Sponsor finden, aber was oder wem das wird, dann, das muss ich nochmal sehen. Timo, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich schaue jetzt auch erstmal auf Samstag. Ich denke, für uns beide ist sehr wichtig, dass wir 100% von dem, was wir haben, auch abrufen. Und dann ist sehr, sehr viel möglich. Und dann wird man sehen. Und ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Also, liebe Sponsoren in Deutschland oder Europa, die beiden Jungs wären dann ab Januar zu haben. Danke euch beiden und viel Glück. Vielen Dank.